In diesem kleinen Tutorial sehen wir uns den Unterschied zwischen der Katalognummer und der Artikelnummer an. Und zwar gleich mit einem praktischen Beispiel, indem wir einen neuen Artikel anlegen. Und hier will WabiProfi 3 schon wissen, ja, nach was soll ich denn suchen? Das heißt, welchen Artikel wollen wir jetzt unter Umständen neu anlegen? Oder für welchen Artikel wollen wir, oder für welchen bestehenden Artikel wollen wir einen Warenzugang verbuchen? Damit diese Informationen natürlich sauber verarbeitet werden können, muss WabiProfi 3 eine Identifikation des Artikels vornehmen. Und diese erfolgt eindeutig über die Katalognummer. Was ist die Katalognummer? Die Katalognummer ist die Nachbestellnummer beim Lieferanten. Im Klartext, wenn Sie beim Lieferanten anrufen und sagen, ich brauche den Artikel B123, dann weiß der genau, das ist die gelbe Hose oder was weiß ich, das grüne T-Shirt oder der Fernseher, was weiß ich was. Okay, im Klartext, Katalognummer darf maximal 75 Zeichen lang sein und darf jedes beliebige Zeichen enthalten. Das heißt, Sonderzeichen, was weiß ich, alles Mögliche. Darf in der Katalognummer drinstehen. In der Artikelnummer hingegen ist ein rein internes Feld für den internen Gebrauch. Warum? Kommen wir gleich dazu. Und hier dürfen nur numerische Werte drinstehen, also von 0 bis 9. Also bitte nicht verwechseln, denn viele Lieferanten sagen natürlich zu ihren eigenen Nummern auch Artikelnummern, obwohl da vielleicht ein B dabei steht oder ein Sonderzeichen mit dabei steht. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, warum gibt es denn eigentlich im WabiProfi 3 hier das Feld Artikelnummer? Ganz einfach, aus einer praktischen Situation heraus. Elektronische Teile, sprich Ihr Barcode-Scanner, kann irgendwann mal auch den Geist aufgeben. Das heißt, er kann kaputt gehen, kann einen technischen Defekt aufweisen, so damit Sie ihn für ein, zwei Tage bis zur Neuanschaffung eines Gerätes oder eventuell bis zur Reparatur nicht gebrauchen können. Wenn Sie aber dann was verkaufen wollen, bedeutet es, dass Sie die IRN-Nummer, ja, diese IRN-Nummer, die auf Ihren Artikel, auf Ihrem Etikett, das Sie vielleicht selber ausdrucken, von der Hand ab, also erst ablesen müssen und dann in der Kasse eingeben müssen. Machen wir jetzt einfach mal. Ich sage, okay, ich habe es jetzt kopiert. Das müssten Sie jetzt von der Hand eingeben und dann Enter drücken. Das heißt, 13 Zahlen vom Etikett ablesen und dann Enter drücken. Die Eingabe von 13 Zahlen kann, wenn sie nicht ganz so groß gedruckt ist, und Sie vielleicht, so wie ich, eine Brille brauchen, kann es oftmals schon problematisch werden, diese kleinen Zahlen zu erkennen. So. Und es kann natürlich auch dauern. Das heißt, Sie vertippen sich dann nochmal und müssen erneut 13 Zahlen eingeben. Okay, dann können Sie den Artikel verkaufen. Sie können aber auch, das machen wir jetzt einfach mal, Sie können aber auch in WabiProfi 3 hier diese Artikelnummer nutzen. Ja, dass Sie sagen, ich mache meine eigenen Etiketten und auf dem Etikett drucke ich die WabiProfi 3 Artikelnummer mit aus. Und dann könnten Sie natürlich in der Kasse hergehen, könnten Sie sagen, okay, 50314. Und je nachdem, wie lang Ihre Artikelnummer ist, wie gesagt, maximal 7 Stellen, können Sie diese Nummer eingeben, Enter drücken und der Artikel ist sofort da. So können Sie sehr, sehr schnell einen Artikel über die Artikelnummer auch dann verkaufen. Des Weiteren ist ein weiterer Grund, warum es denn die Artikelnummer gibt, folgender. Es gibt manche, die sagen, ich möchte meine Artikel nach meinen eigenen Artikelnummern etwas in der Liste gruppiert haben. Zum Beispiel, die sagen, alles was mit 50 beginnt, sind Fernseher. Nur mal so als Beispiel. Alles was mit 30 vorne beginnt, sind, keine Ahnung, Festplatten. Alles was mit 20 beginnt, sind Hosen und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben Sie jederzeit die Möglichkeit, einen Einfluss zur Darstellung Ihrer Artikel in Ihre Liste vorzunehmen. Es gibt viele unter Ihnen, die legen da wirklich großen Wert drauf, die sagen, das ist toll, dass es das gibt und das möchte ich so machen. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass Sie 7 Stellen zur Verfügung haben bei der Artikelnummer oben, das heißt, Sie können hier maximal 9.999.999 eingeben, dann sollte das, denke ich, mehr als ausreichend sein.